Ja, dass es ein harter Test war bei schwierigen Bedingungen. Und ich denke am Ende ein guter Test für uns, für Lehnert. Und auch gegen einen relativ guten Gegner, muss ich sagen, die gut dagegen gehalten haben. Ja. An der Rechte, Mario Stange. Die ersten Gefühle sind, ja, dass man eigentlich, also aus meiner Sicht, das Ergebnis nicht den Verlauf so ein bisschen spiegelt. Wir haben uns ab der 83 Minuten, innerhalb drei oder vier Minuten, drei Tore eingehandelt und immer das Gleiche. Also lange Ball auf die linke Seite, also linke Defensivseite von uns, und da haben wir einfach schlecht gestanden und haben denen eigentlich die Tore geschenkt. Sonst war ich, wie gesagt, eigentlich zufrieden mit dem Spiel. Die haben nächste Woche Start schon, ja, also sind schon eine Woche voraus. Wir haben eine neue Mannschaft, wir müssen uns erstmal einspielen, und wie gesagt, wenn die letzten sieben Minuten nicht gewesen wären und dann noch die drei Gegentore, wäre ich sehr zufrieden gewesen. So habe ich auch meine Erkenntnisse gezogen, und ich kann es, glaube ich, alles richtig einschätzen, dass wir noch viel Arbeit haben, aber auf einem ganz guten Weg sind. Ja, ja, weiß nicht, wir haben ein paar neue Kräfte reingebracht. Vielleicht haben die noch ein bisschen Schwung gegeben dann. Aber insgesamt, ja, war es vielleicht auch ein bisschen fehlende Kraft beim Gegner. Aber vielleicht auch eine glückliche Aktion dann, ein, zwei gute Aktionen, dann beflügelt es natürlich auch nochmal. Aber ich denke, insgesamt ein gleichwertiges Spiel auf lange Strecken gesehen. Der Fokus lag, dass wir hinten stabil stehen wollen, ja, was uns auch jetzt gerade im ersten Spiel in Braunfels erwartet, dass wir, weil vorne schießen wir, bin ich sicher, immer Tore, ja, aber hinten sind wir noch zu anfällig, und hat man heute dann auch zum Schluss des Spiels gesehen, wie schon eben erwähnt. Und der Fokus lag einfach, dass wir auch Spaß haben, und das hat man, glaube ich, auch gesehen. Und gerade in der ersten Halbzeit haben wir 20 Minuten sehr, sehr gut gespielt, hatten super Torchancen, haben sie leider nicht verwandelt, und dann nach einer Standardsituation, was uns letztes Jahr leider in der Hessenliga auch oft begleitet hat, haben wir 0-1 Rückstand gehabt. Aber dadurch, durch den Elfmeter in der zweiten Halbzeit, wo wir dann nochmal rangekommen sind, sage ich auch, war das sehr vernünftig, und wir haben unsere Erkenntnisse gezogen. Wir haben noch zwei Wochen Zeit, und wie eben schon gesagt, wir sind auf einem guten Weg, und das wird schon. Nee, also Teambuilding, klar, gehört dazu, aber das ist ein letzter Test vor dem Saisonstart. Also da geht es um Plätze, um gewinnen wollen, und das sehen wir als richtigen, haben wir als richtigen Wettkampf angesehen, auf jeden Fall. Ja. Gut, dass Sie das mal sagen oder ansprechen und ich mich mal vielleicht auch ich mal äußern kann dazu. Das ist so weit entfernt wie die Erde vom Mond. Für uns, Sie haben es gesehen, wir haben eine junge Mannschaft, was wir vor vier, fünf Jahren auch aufgebaut haben, und das muss sich einspielen, und unser Ziel ist einfach nur, dass wir uns eingewöhnen wieder an die Verbandsliga mit den gestandenen Spielern, die wir behalten haben, dass wir einfach wieder Bock am Fußball haben zusammen als Mannschaft, was uns Kelsterbach jahrelang ausgezeichnet hat. Junge, hungrige Leute, und das haben wir definitiv, davon sind wir überzeugt. Und der Wiederaufstieg also ist, wie gesagt, 0,0 Thema. Da gibt es andere Vereine, die streiten sich schon darum, und das sollen sie auch sehr gerne machen. Ja. Schwierig, Ziele auszugeben vor der Saison, bevor man weiß, wo man steht. Ich denke, wir haben eine ganz gute Mannschaft und wollen eine gute Saison spielen. Viel mehr an Platzierung, das irgendwie Ziele herauszugeben, ist, denke ich, schwer. Ja.